In der Fortführung der Bebauungspläne für die Fläche auf der Rückseite des Marienkarrees kommt Bewegung. Die Stadt Neubrandenburg hat dem Investor eine Baugenehmigung für die seit langem geplante Seniorenwohnanlage erteilt. Zwischen der kleinen Wollweberstraße und der Waagestraße sollen 75 Servicewohnungen, zwei Pflegewohngemeinschaften, eine Tagespflege und ein ambulanter Pflegedienst sowie eine öffentlich nutzbare gastronomische Einrichtung entstehen. Der Baustart soll Ende 2024, Anfang 2025 erfolgen.